Ja, der Dwayne Pöbel, ja, du bist pünktlich im Stream. Du hast aber auch jetzt einiges verpasst. Genau, was später. Die Demo hat 10 Minuten Spaß gemacht. Und die folgenden 10 Minuten waren aber noch besser. Knalli, Cola, nee, Coca-Cola oder Pepsi? Vielleicht war heute nur der Test für die Fehler, Mann. Coca-Cola oder Pepsi? Oha, hätte mal hier Afri-Cola oder Fritz-Cola genommen. Sind ja nicht bei dem Hipster-Verein, oder wie? Oh, Mimi, Mimi, Mimi. Doch sind wir. Ja. Felzer kann wieder das Tutorial spielen. Warum? Oh, das ist nicht schlecht. Mit der Fehlermeldung hast du mehr Zuschauer als ohne Meter. Du müsst jetzt mal bei Parallel. Oh, ich kann auch wieder spielen. Was? Yeah, ich bin auch wieder drin. Ja, wir haben jetzt 0 Uhr. Ja, vielleicht waren die wirklich so clever und haben sie jetzt einfach nur ein bisschen laufen lassen. Das wäre natürlich cool. Um eine Stunde verschoben, okay. Das wär's. Ja, stell dir mal vor. Jetzt muss ich dieses dumme Intro schon wieder machen. Und das Schlimmste ist, wenn das Spiel kommt, muss ich es ja schon wieder machen. Ja, genau. Da wirst du wahrscheinlich wieder gezwungen, zuerst mal ohne oder mit Bewegungssteuerung zu spielen. Und ich muss wieder diesen dummen Sprung schaffen. Ja, und ich musste dir zum dritten Mal zeigen. Es geht weiter! Vielleicht ist die Uhrzeit gar nicht falsch und die haben das nur auf die europäische Zeit falsch umgerechnet. Ja. Aber wohl, wir waren ja drin. Ja. Ich denke auch nicht. So dumm werden sie nicht sein. Den Sprung beim ersten Mal geschafft. Das wäre auch so schön gewesen. Du bist doch schlecht. Ich bin echt unglaublich schlecht. Also ich habe ihn beim ersten Mal, der ist ja auch voll easy. Jetzt habe ich ihn beim zweiten Mal. Ey, du schlecht. Ich bin voll der Streber, ey. Echt mal. Warst du in der Schule auch schon immer so? Ja, auf jeden Fall. Das denke ich mir. Und jetzt machen wir das Tutorial und danach ist der Test vorbei. Ja, ja. Das kann ich mir echt vorstellen. Okay, Tutorial ist durch. Ah. Drück Plus und Skip. Wow, man hätte das Tutorial überspringen können. Dank. Wie ärgerlich. Stimmt. Wir sind so dumm manchmal. Ja, ja, wir sind echt zwei alte Männer. Ja. Oh, jetzt bin ich wieder im Kampfsuchbildschirm. Ja, der Hugelberg hat schon eine Lobby. Durchfall oder Erbrechen, Liederlinder. Das kann ja nur vom Domikron kommen, ne? Boah, ich hab eine volle Lobby. Was, wieso seid ihr alle... Ja, ich auch. Also noch sucht er. Wer hat eben geschrieben, dass die neue Server haben? Die Server ersetzt. Der Waschpenner. Nintendo hat die Server ersetzt. Oh nein, ich hab vergessen, die Bewegungssteuerung rauszunehmen. Ich nicht. Ich hoffe, du ärgerst dich darüber. Ah, momentan, ich spiele eh mit dem Roller, das geht eigentlich. Ich brauche noch 3 Spieler. Wer joint zu mir? Oh nein, da hat mich auch gerade einer ganz clever hintergangen. Der ist schnell abgetaucht und... Noch 2 Spieler.
da haben wir uns gegenseitig totgerollt. Ja, und das kannst du sogar ohne Roller. Ah, die Melro hat ihre Blumenwiese gesät. Ja, du hast doch letztens schon mal Bilder geschickt. Sehr gut. Kann ich nur befürworten. Eine Futterblumenwiese? Ja, für Bienchen. Achso, die will ich gar nicht selber futtern. Nee. Domikron. Ja, hier gerade mal ein Japaner platt gerollt. Ein Ping von 500 plus. Ja, ey. Mir fehlt noch ein Spieler. Warte, der Matt? Den habe ich auch schon mal irgendwann gesehen. Bist du immer noch nicht im Spiel? Nee, es fehlt noch ein Spieler. Gibt's doch nicht. Nee. Es fehlt immer noch ein Spieler. Boah, das war clever von dem Typ. Der letzte Spieler ist da. Ich kann aber seinen Namen nicht lesen. Leute sind echt gut geworden mittlerweile. Ja. Das war beim letzten Mal noch nicht so. Kann man das von dir auch behaupten? Nein, ich bleib ja immer an dem gleichen Punkt genau. stehen. Genau, du hast Bewegungssteuerung an. Ja. Bereit? Ich bin bereit. Ich bin bereit, jederzeit. Auf geht's. Das ist echt lustig, wenn sich so zwei Klecksroller treffen, dann passiert das ganz oft, dass die sich einfach gegenseitig umlegen. Ja, ist so. Das ist echt so. Nix da. Die tötet mich keiner, Mann. Oh, wir müssen eigentlich gewonnen haben. Echt? Ja. Hast du nicht mitgespielt? Mal sehen, wo ich gelandet bin. Bestimmt am letzten. Ich war nicht gut. Ach, Ritter. Okay. Nein, ich bin dumm. Hier ist ein hohes Risiko und geh mal kurz raus, um Bewegungssteuerung rauszunehmen. Ich fliege. Und ich bin tot. Hallo? Was ist das denn? Wo springen wir zu dem hier? Sieht gut aus. So, und jetzt wird meine Lobby wieder nicht voll. Nix da, nicht verstecken vor mir, das kannst du vergessen. Blaue Farbe wegmachen. Leute, wer hat denn jetzt gewonnen beim ESC? Habt ihr das mitgeguckt? Kann ich jetzt mal so ein bisschen auf meinen anderen Fernseher gucken, aber ich sehe nichts. Keine Ahnung, wer da gewonnen hat. Der Double Geek. Hallo? Palim. Palim. Genau. Getötet, Mann. Noch ein. Ich fühle mich unbesiegbar, obwohl das gelogen ist. Ah, oh, meine Lobby ist voll. Gute Nacht, Adrian. Ja, gute Nacht, Adrian. Her. Boah, lauter Klecksroller. Den habe ich von hinten genommen. Wenn ich das so sagen darf. Papa. Haben wir mal direkt zwei Rollertypen mitgenommen hier. Also die Runde sieht sehr nein. gut aus. Nein! Ich bin dumm. Die Österreicher sind letzter geworden. Das gibt's ja nicht. Waren die gut oder was? Die waren nicht verkehrt. Nicht verkehrt? Nee, die sind wenigstens ein bisschen rausgestochen mit dem, was sie gemacht haben. Ja, gewonnen! Juhuhuhu! So. Oh. Ja,
der Platzierung erwähne ich jetzt nicht. Genau, Merkur, wir haben die letzte Stunde geübt. Ja. Meta nimmt alles von hinten. Ja, wenn du nicht aufpasst, dann, ne? Duddle Geeks! Hi! Wie geht's dir? Du hast zu uns gefunden. Alles einfärben. Mehr Farbe gewinnt. Mach doch einfach so einen Bock, gell? Ja. Kennt das ja. Boah, das ist so sinnlos, wenn jemand einfach mit einem Plexroller neben dir herrennt. Es ist schlimm, weißt, oder? Wenn man selbst einen hat. Das ist echt. Ich hasse es auch, wenn einer hinter dir herrennt, obwohl du gerade alles eingefärbt hast. Ich vergesse auch immer die Special Attack. Hast du die schon eingesetzt? Nee. Warum nicht? Ich vergesse das auch immer. Jetzt kann ich sie wieder einsetzen. Ich mach das mal hier. Auf geht's. Das war, glaube ich, sehr unklug eingesetzt. Komm. Hab dich. Der wollte entkommen. Und dich habe ich auch. Jawohl, ich glaube, diesmal haben wir richtig. Oh nein. Gegen Ende nochmal richtig einen auf die Nuss bekommen. Ja, nur weil man am Anfang stark führt, heißt das noch lange nichts, ne? Ja, aber ich glaube, wir haben gewonnen. Ja. Ich habe, glaube ich, auch ganz gute Arbeit gemacht. Ja, dann bin ich ja zufrieden mit dir. Ach, die Melro geht auch. Ich bin Zweiter geworden, ja. Da kann ich mit leben. In deinem Team bist du Zweiter geworden. In meinem Team. Ja, Melro, gute Nacht. Ja, Melro, wünsche ich dir auch. Kannst du überhaupt schlafen nach so viel Toffifee?